Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Soul Silver. Und wir haben hier Juan, der am Ende des letzten Parts noch stören wollte. Und sag mal, stimmt es eigentlich, dass Team Rocket jetzt wieder da ist? Was? Du hast diese Bande eigenhändig aufgehalten, sagst du? Erzähl mir keine Märchen. Wenn das wirklich stimmt, dann kannst du mir ja bestimmt auch eine Kostprobe deiner Fähigkeiten geben. Ein Kampf gegen Juan. Direkt zum Beginn dieses neuen Pokémon-Parts. Rivale Juan, der drei Pokémon. Nebulak, wo hat er das denn überhaupt her? Ach, aus dem Knofensa-Turm, ne? Da haben wir ja auch einen Nebulak gesehen, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich wollte es mir halt nicht fangen, einfach weil ich keine Möglichkeit habe, das zu entwickeln. Also natürlich, zu Alpollo geht natürlich schon. Aber zu Gengar, da wird es ein bisschen schwer, sagen wir es mal so. Ich war übrigens nie wirklich ein Freund von Pokémon, die sich nur durch Tausch entwickeln konnten. Habe ich nie so wirklich gemacht. Ist heutzutage kein großes Problem mehr, einfach weil man auch über Wi-Fi tauschen kann. Aber damals, als man das noch per Link-Kabel machen musste, das war eine Katastrophe, sagen wir es mal so. Das war echt nicht schön. Aber gut, dass wir aus den Zeiten raus sind. Denn, mit Link-Kabeln hatte man auch tatsächlich das öftere Mal Probleme. Einfach, dass da Verbindungen abgebrochen wurden oder so. Also ich habe da echt keine guten Erinnerungen dran. Aber naja, es ist echt sehr, sehr weit in der Vergangenheit. Es war sogar so bis zum Game Boy Advance, ne? Da war das immer noch so. Aber seit dem DS gab es dann halt Wi-Fi. Hier hätten wir das Lorblatt. Ha, sieh mal einer. Ich kann nicht so schnell lesen. Ach Mann, Giftpuder. Oh, ziemlich interessant. Das Ding ist halt auch, dass Lorblatt ziemlich gute Verteidigungswerte hat. Deswegen werde ich wahrscheinlich hier wechseln müssen. Oh, verdammt, was jetzt? Der hat nicht nur Gift, mit dem man mir Schaden machen kann pro Zug. Er kann sich zudem noch heilen. Und wenn ich wechsle, dann bin ich halt auf Turakrok. Und hab da den Typ Nachteil. Also wenn er auf Rasierblatt geht oder Rankenhieb oder so ein Kram, dann ist das ein klitzekleines Problem, um es mal so zu sagen. Okay. Vielleicht geht er auch einfach auf die Giftpuder-Synthese-Strategie und versucht, mich so über Zeit zu besiegen. Ich glaube, es wäre ganz schlau, wenn ich auf Silberblick gehen würde. Oder? Ich meine ja. Einfach irgendwie dreimal seine Verteidigung senken und dann werde ich sicherlich einiges an Schaden machen können. Nein! Fuck. Er erhöht weiter die Verteidigung. Ich könnte auf Aquaknarre gehen, weil es ein spezieller Angriff ist, aber... Der Spezialangriff von Pixel ist halt echt nicht so gut und vor allem ist es im Typ Nachteil. Was mache ich denn jetzt hier? Ich kann doch eigentlich nichts machen, oder? Meine beste Chance ist wahrscheinlich einfach mein Hut, aber es macht einfach nicht genug Schaden. Wenn ich auf Silberblick gehe, macht er einfach Reflektor. Wenn ich auf Hut wechsle, geht er auf die Giftpuder-Synthese-Strategie. Wie viel Schaden macht denn überhaupt Biss? Sag mal. Wahrscheinlich nicht allzu viel, ne? Nee. Ja, Rasierblatt habe ich mir... Ja, was jetzt, was jetzt, was jetzt? Ich kann nicht gewinnen. Ich kann nicht gewinnen. Oder? Was kann ich denn machen? Versuchen wir es weiterhin so. Wenn ich vielleicht zwei, dreimal Silberblick machen kann, ohne dass er irgendwie auf Reflektor geht. Vielleicht habe ich dann eine klitzekleine Chance, dem einiges an Schaden zuzufügen. So, zweites Mal Silberblick hier. Beziehungsweise drittes Mal, aber das erste Mal hat er ja quasi ausgeglichen mit dem Reflektor. Jetzt machen wir schon mal deutlich mehr Schaden, aber...
Das reicht mir noch nicht, aber ich muss auf jeden Fall mal hier heilen. Fuck, ich habe keine... Ich habe keine Supertränke mehr, ne? Nee. Ich könnte auch einfach mein Tyrakrok hier sterben lassen und darauf hoffen, dass Pixel das dann gleich regelt. Weil ich mit Rasierblatt kann er mir eh nicht allzu viel Schaden machen, ne? Und dann mache ich es einfach mit Schnabel dann. Ja, okay, machen wir es so. Machen wir es einfach so. Er wird jetzt hier wahrscheinlich entweder auf Reflektor oder auf Rasierblatt gehen. Genau. Und jetzt ist Tyrakrok hier down, ne? Oder wie viel Schaden macht denn das überhaupt? Es dürfte genug sein mit dem Gift jetzt, oder? Ja, okay. Er hat jetzt viermal Silberblick drauf. Das heißt, ein Schnabel müsste eigentlich genug sein, oder? Oder es müsste auf jeden Fall sehr viel Schaden machen. Sagen wir es mal so. Jetzt kommt er hier wieder mit Reflektor. Das gibt's doch nicht. Wie viel Schaden macht das jetzt? Okay. 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 Oh, nein, nein, nein. Bring mich nicht um! Bring mich nicht um! Nein! Ein Volltreffer! Oh! Ist das jetzt ein verdammter Ernst? Ach komm! Also ich weiß jetzt echt nicht, ob es auch gereicht hätte ohne den Volltreffer, ne? Aber das ist jetzt schon echt frustrierend. Ach komm, noch ein Volltreffer. Ich meine, das war jetzt hier echt, das hat jetzt keinen Unterschied mehr gemacht, aber... Ich wusste doch, dass du ein Vollidiot bist. Ohne Worte. Ohne Worte. Ich fühle mich jetzt hier schon irgendwie leicht betrogen. Leicht verarscht. Kannst du... Ah! Diese scheiß Anrufe noch... Ah! Ah! Was jetzt? Was jetzt, hä? Was jetzt? Soll ich leveln oder was? Mann, ach. Es lief so gut. Und dann kommt dieser scheiß Volltreffer, ganz ehrlich. Das hätte auch so klappen können. Ich hatte alles perfekt geplant. Ich hätte... Gut, mein einer Fehler, gut zugegeben, war jetzt vielleicht, dass ich auf Ruheart hätte gehen sollen, anstatt Schnabel. Aber naja, naja, er hat halt seinen verdammten Reflektor eingesetzt. Und deswegen hat er nicht so viel Schaden genommen, wie ich dachte. Aber dann dieser verdammte Volltreffer mit Rasierblatt. Ach Mann! Ich bin jetzt echt frustriert. Ach, komm, ich will das jetzt nochmal versuchen. Ich glaube, das schaffen wir auch so, oder? Doch, bestimmt. Ich bin davon überzeugt, dass wir das auch so schaffen können. Das ist jetzt einfach für die Ehre. Ich will das jetzt hier schaffen. Einfach mit dem Team, das wir hier gerade haben. Ja, halt die Klappe. Wir schaffen das jetzt so. Ich hätte mir vielleicht ein paar Supertränke kaufen sollen, verdammt. Okay. Wir schaffen das jetzt so. Da bin ich mir jetzt hundertprozentig sicher. So, Schnabel. Fluch! Nein! Geh doch nicht auf Fluch! Das macht viel zu viel Schaden. Wobei der jetzt aber auch direkt down ist, oder? Es reicht nicht ganz. Oh. Fluch macht halt so verdammt viel Schaden. Oh nein. Was kommt als nächstes nochmal? Er hat noch ein weiteres Pokémon, ne? Ein weiteres Pokémon, das nicht Lorblatt ist. War es ein Radfratz oder so? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ein Zubat, okay. Dann wechsle ich hier mal eben schnell auf Pixel. Einfach damit ich den Fluch loswerde. Und auch damit ich mal eben heilen kann. So, Trank. Fast wieder voll geheilt hier. Superschall trifft nicht, das ist schon mal ganz gut. Und dann gehen wir auf Biss. Und der dürfte dadurch ganz gut Schaden nehmen. Reicht aber tatsächlich nicht ganz aus. Und der Superschall trifft jetzt hier. Ja, ich könnte wechseln, aber gehen wir trotzdem mal hier auf Biss und hoffen, dass die Verwirrung... Ja.
nicht wirkt, aber leider doch. Komm, und jetzt drauf da. Gut, und down. So, jetzt kommt Lorblatt. Ich gehe erneut auf dieselbe Strategie. Ich bleibe jetzt hier bei Pixel. Und gehe auf den Silberblick. Einfach 3-4 Mal auf Silberblick. Lass halt das Turakrok sterben. Und dann hoffe ich einfach mal, dass der kein Glück hat und direkt einen Volltreffer bekommt. Ich denke, das ist meine beste Chance, diesen Kampf hier zu gewinnen. Oder? Ich schätze mal ja. Alles andere ist irgendwie schwachsinnig. Ich meine, es ist auf jeden Fall machbar. Klar, gegen das Lorblatt kann ich nicht wirklich viel machen, weil mein Hutut nicht allzu viel Schaden macht. Aber ich habe halt diesen Typ-Vorteil und ich habe halt auch die Möglichkeit, mit dem Silberblick hier seine Verteidigung ordentlich zu senken. Deswegen ist es echt keine aussichtslose Situation hier. Okay, das wird nicht ausreichen, um mich zu besiegen. Deswegen können wir noch ein weiteres Mal einen Silberblick hier einsetzen. Und danach kommt dann auch schon Hutut. Genau. So. Turakrok wäre damit down. Der Reflektor müsste auch so langsam mal verschwinden. Und ich kann dann jetzt hier in die Offensive gehen mit dem Hutut. Ich könnte auch auf Hypnose gehen. Aber komm, machen wir erstmal hier Schnabel. Giftpuder ist eigentlich erstmal relativ egal. Solange der keinen Reflektor hat, dürfte ich relativ viel Schaden machen, ne? Wie viel Schaden macht das jetzt? Ja, ja, genau, genau, genau. Das will ich sehen. Das will ich sehen. Moment mal. Ich soll gegen jemanden wie dich verloren haben? Ernsthaft? Synthese reicht nicht aus, oder? Es stellt halt 50% wieder her, wenn ich mich recht entsinne. Deswegen dürfte das jetzt hier eine knappe Nummer werden. Es reicht aber noch nicht ganz aus. Aber er kann sich halt mit Synthese nicht genug heilen. Er geht auf Reflektor, aber das reicht nicht aus. Das heißt, wir haben gewonnen. Ja, perfekt. Ich wusste doch, dass es machbar ist. Dieser verdammte Volltreffer von vorhin, ne? Regt mich immer noch auf. Ein wohlverdientes Level-Up für Gaudium. Ziemlich passend, dass Gaudium jetzt hier Reflektor erlernen will. Aber ich meine, wir haben nicht wirklich etwas, was wir dafür verlernen möchten, deswegen... Nee. So. Juan wäre besiegt. Diese Pokémon sind so nicht zu gebrauchen. Glaub mir, du konntest nur gewinnen, weil meine Pokémon so schwach waren. Ich kann Schwächlinge einfach nicht ausstehen. Das gilt nicht nur für Pokémon, sondern auch für ihre Trainer. Hier verunstalten mir eindeutig zu viele Schwächlinge. Schwächlinge, die Gegend. Team Rocket ist genauso schlimm. Nicht einer von dieser Bande hat auch nur etwas auf dem Kasten. Die Leute von Team Rocket halten sich bloß für die Größten, weil die Zahl ihrer Mitglieder so hoch ist. Aber mir machen sie nichts vor. Ich werde jedem, der sich mir in den Weg stellt, eine Lektion erteilen. Genau wie dir. Ja, ja, ist ja gut. Gut, damit steht jetzt hier eigentlich 1-1, ne? Beim ersten Mal haben wir ihn besiegt und jetzt hier beim zweiten Mal hat er eigentlich uns besiegt. Beim Rematch hat aber er halt, habe ich jetzt halt nochmal gewinnen können. Das war echt ein bisschen blöd mit dem Volltreffer, also da komme ich echt jetzt gerade nicht so wirklich drüber weg. Aber naja, damit hätten wir auch diesen Vollidioten besiegt und... Ich wollte nach links! Ich wollte nicht nach unten drücken, verdammt! Damit können wir jetzt hier auf jeden Fall in Richtung des Waldes gehen. Hast du irgendwas zu sagen? Pass auf, dass du dich nicht verläufst. Der Steineichenwald ist sehr groß. Hast du irgendwas zu sagen? Es heißt, der Schutzpatron wache über den Steineichenwald. Mach also keine Dummheiten. Ja, ja. Ich bin doch nicht Logan Paul. Der Steineichenwald, okay. Da wären wir auch schon. Wir haben noch ein klitzekleines bisschen Zeit, deswegen können wir zumindest uns mal etwas hier umschauen. Oh, oh nein, was mache ich jetzt nur? Mein Boss wird sicher wütend auf mich.
Die Porenta, die für uns Bäume zur Kohlegewinnung fällen, sind in den Wald getürmt. Könntest du vielleicht die Porenta für uns einfangen? Porenta haben so gute Ohren, dass sie sich sofort in deine Richtung drehen, wenn du auch nur auf einen Ast trittst. Aber das ist die Gelegenheit, um dich ihnen von hinten zu nähern. Denkst du, du kriegst das hin? Ja, das ist diese Geschichte hier, ne? Daran erinnere ich mich ziemlich gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier drauf gehe, dann hören die das und schauen in unsere Richtung. Porenta hat dich bemerkt und sieht dich an. Wenn du auf einen Ast trittst, schaut es in dein... Ja gut, das habe ich gerade gesagt, genau. Und dann müssen wir uns quasi von hinten anschleichen. Ich schätze mal, hier werden wir jede Menge Käfer-Pokémon finden. Aber... eigentlich... ich weiß nicht, gibt es hier irgendwas Interessantes? Ich könnte theoretisch einen Ariados ins Team aufnehmen, aber nee. Eigentlich nee, will ich eigentlich jetzt nicht so sehr. So, damit hätten wir das hier schon mal. Du hast dich von hinten angeschlichen und es erwischt, okay. Wow, du hast es geschafft, eins der Porenta wieder einzufangen. Vielen, vielen Dank. Aber irgendwo muss sich noch eins von ihnen versteckt halten. Du weißt ja, Porenta hören so gut, dass sie sofort in dein... Ja. Ja, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Vielen Dank. Okay, das wäre das erste Porenta. Das zweite wäre dann wohl hier irgendwie in der Gegend. Ich meine, hier kriegt man auch irgendwo Kopfnuss oder so. Die TM-Kopfnuss. Und das hier ist der Stein für... oder? Nee. Ich dachte, das wäre der Stein für Evoli, damit es sich in Fulipurba entwickeln kann. Aber vielleicht auch nicht. Weiß ich gar nicht. Gab es das damals hier schon? Wann kam denn... überhaupt SoulSilver raus? Kam das vor der fünften Generation? Moment. Fulipurba ist auch vierte Generation, ne? Ich meine ja. Deswegen ist es ja eigentlich relativ egal. Wie genau mache ich das jetzt hier? Ich muss mich von hinten anschleichen. Okay. Ich bin gerade ein kleines bisschen überfordert, aber ich habe schon eine Idee. Ich habe schon eine Idee. Ich weiß nicht genau, ob es klappen wird, aber ich meine... oder? Nee. Warte mal. Also komm, geh noch mal hier hin. So, und dann jetzt von hier... so, dann gehen wir nach rechts dort. Genau, gehen wir mal hier hin. Kann dieser Vollidiot vielleicht aufhören, mich anzurufen? Mann! So, jetzt ist es dort oben. Genau, wenn ich das jetzt so mache, dann schaut es jetzt nach oben und wenn ich jetzt von der Seite aus dorthin gehe, dann habe ich es doch eigentlich, oder? Genau. Hä? Ach, ich muss mich echt von hinten anschleichen? Okay, ich verstehe. Ich dachte, von der Seite würde auch gehen, aber nee. Nur von hinten, okay. So, ja, komm, beweg dich mal wieder nach dort oben. Dann gehe ich jetzt halt hier drauf, rechts, so. Geh dann halt hier oben lang. So, genau, jetzt hier schön. So und so. Damit hätten wir auch das. So. Klasse! Beide Porenta sind wieder zurück. Vielen Dank für deine Hilfe. Auf mich hören die Pokémon von meinem Boss ja nicht, weil ich keine Ohren habe. Mann, da hatte ich aber echt Glück. Ist das dein Boss? Oh, das sind ja meine Kleinen. Po und Rent. Ganz kreative Namen, mein Freund. Sag bloß, hast du diese beiden etwa für mich gefangen? Eingefangen? Wenn diese zwei keine Bäume für mich fällen, kann ich keine Kohle herstellen. Vielen Dank. Wie kann ich mich nur dafür erkenntlich zeigen? Ich hab's. Nimm das hier. Oh, VM1. Das wäre Zerschneider. Das ist die VM Zerschneider. Besitzt du den Orden aus der Arena von Azalea City, kann ein Pokémon deiner Wahl damit kleinere Bäume fällen. Aber... hat ein Pokémon diese VM einmal gelernt, kann es sie so schnell auch nicht wieder vergessen. Überlege es dir also gut, welchem deiner Pokémon du sie beibringst.
Ja, da hat er nicht ganz Unrecht. Ja, hahaha. Dann fangen wir uns mal hier eben einen Huanliu oder so. Einfach damit wir dem mal eben schnell Zerschneider beibringen können. Kokuna dürfte das ja wohl erlernen können, oder? Ich schätze mal ja. Deswegen fangen wir uns das mal eben schnell mit einem... Ja, Pokéball dürfte ja wohl ausreichen, oder? Ich schätze mal ja. Oder auch nicht. Das Ding ist halt, ich kann es nicht wirklich schwächen. Ich meine, Kokuna hat zwar gute Verteidigungswerte, aber wenn ich 11 Level drüber bin, da weiß ich nicht so genau, ob das wirklich klappen wird. Komm, bleib einfach drin. Ernsthaft? Ah, komm. Ich könnte auch einfach einen Superball benutzen, ne? Ja, komm, nutzen wir einfach mal hier eben den Superball. Was macht eigentlich der Köderball? Ah ja, genau, mit einer Angel, genau. So, Superball, jetzt bleib einfach drin. Bleib drin. 1, 2, 3 und drin. Ja, okay. Kokuna wurde gefangen. Perfekt. Da ich den jetzt auch nur für die VM benutzen werde, werde ich auch gar nicht groß versuchen, dem Namen zu geben. Da ich den, wie gesagt, nur für die VM habe. Ah! Kann man hier ernsthaft keinen einzigen Schritt gehen, ohne direkt angegriffen zu werden? Mann. So, Beutel und dann gehen wir mal hier auf die TMs und VMs, hier ist der Schneider und bringen das mal dem guten Kokuna. Okay. Ja, so viel dazu. Vielen Dank für gar nichts, Kokuna. Aber ich war mir eigentlich sicher, dass es zumindest Huanliu erlernen können müsste. Aber ohne Zerschneider komme ich jetzt halt hier nicht weiter, ne? Also kann es vielleicht sein, dass es nur Huanliu erlernen kann, aber nicht Kokuna? Das macht für mich aber irgendwie keinen Sinn. Ich bin da gerade etwas überfragt, um ehrlich zu sein. Ha. Gibt's hier sonst noch irgendein Po... Kann Zubat Zerschneider erlernen? Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Ich fange es mir einfach trotzdem mal. Es kann ja nicht schaden, den Pokédex etwas zu vervollständigen. Deswegen fangen wir uns auch mal eben dieses Zubat hier... Ah! Können ich einfach mal drinnen bleiben? Ich habe halt echt keinen Weg, die groß zu schwächen. Ich meine, ich könnte auf Togepi wechseln, aber ist jetzt auch nicht unbedingt die allerbeste Option, würde ich mal sagen. Jetzt komm, 1, 2, 3 und drin. Okay. Und jetzt sag mir bitte, dass du Zerschneider erlernen kannst, Zubat. Bitte. Aber ich glaube nicht, oder? Ach, keine Ahnung, werden wir sehen. Werden wir jetzt eben sehen. So, Beutel und dann hier auch Zerschneider. Und er lernt es bitte. Komm schon. Okay. Warte mal. Du kannst doch, Kratzer, ne? Das hat 40 Stärke. 40 Stärke. Wie viel Schaden macht denn Zerschneider? 50! Das ist ja sogar stärker als Tackle. Ja, dann bringst du halt einfach ihm bei. Ist jetzt zwar blöd, dass so eine schwache VM hier auf Tyrakrok ist, aber... Naja. Gut. So, damit haben wir jetzt hier Zerschneider auf Pixel. Aber ich denke, der wird auch irgendwann mal Schlitzer erlernen oder so. Deswegen ist es jetzt nicht unbedingt die allerbeste Attacke, aber naja. Wir haben momentan keine bessere Option, deswegen ja. Zerschneiden wir mal den Baum hier. Und ja, ich würde sagen, was sich hier in dem Wald befindet, werden wir uns dann im nächsten Part von Pokémon Soul Silver etwas genauer anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Daumen hoch wäre wie immer sehr nett
und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Soul Silver.